Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Erklärvideo des Wiener Bildungsservice. Heute spreche ich mit Ihnen über die Vorbereitung, Materialien, ein bisschen Produktion und die Postproduktion, also Nachbearbeitung von Erklärvideos. Ich beziehe mich auf Filme, die mit Bild- oder Videoaufnahmegeräten und vielleicht Tonaufnahmegeräten gestaltet werden, weil wenn man sich mit solchen beschäftigt, die animiert werden oder die nur am Computer gestaltet werden, da geht viel vom Kommunikativen, Kooperativen verloren, vor allem wenn es die ersten Filme sind. Und der technische Aufwand ist schon sehr, sehr fortgeschritten. Gleich mal zur Vorbereitung. An allererster Stelle von jedem Erklärfilm soll, muss der Inhalt stehen. Das heißt, zuerst ist es wichtig, sich zu überlegen, was soll in das Erklärvideo rein, geht es um was genau soll es gehen, um was genau geht es und nicht, wie kann ich das verpacken oder was für Materialien verwende ich, sondern als erstes, was ist mein Inhalt. Wenn ich den Inhalt habe, dann am besten auch schauen, ob der möglichst kurz zusammengefasst werden kann, dass er in einem kurzen Erklärfilm auch Platz hat, denn die meisten von Ihnen werden keine Tage für Filme haben, sondern eben nur 1, 2, 3, 4 vielleicht Unterrichtseinheiten. Und da muss es schon wirklich knackig sein vom Inhalt her. So, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich bei einer A4-Seite ungefähr auf 3 bis 4 Minuten Text komme und dass wir in 2 Unterrichtseinheiten schon mit Menschen einen ganz guten Stop-Motion- oder Legetrick-Film gestalten können. Und da kommen auch schon funktionale, manchmal auch sehr gut gestaltete Filme raus. Also Inhalt. Wenn ich den Inhalt habe, dann zeichnet sich meistens schon das Material und auch die Technik ab. Wenn ich zum Beispiel eine Geschichte verfilme, eine Literatur, dann bieten sich Figuren an, mit denen ich das nachstellen kann. Zum Beispiel ganz bekannte, einfach Playmobil-Figuren oder ich hatte auch wohl eine Lego-Figur. Hier. Muss aber nicht sein, kann auch einfach was komplett Unbekanntes sein und Kinder sind da, Schülerinnen und Schüler sind da immer sehr kreativ. Wenn ich mich mit zum Beispiel einzelnen Tieren beschäftige, dann kann ich die Figuren dazu da haben, zum Beispiel in so Kunststoffform oder auch in genähter Form. Das zum Material. Wichtiger ist auch, sich die Hintergründe zu überlegen, vor was kann das passieren. Vielleicht auch ein paar Zusatzrequisiten, die einfach nur aufgezeichnet werden. Wenn man gerade einen Upcycling-Schwerpunkt hat, kann auch einfach Karton verwendet werden. Technik zeichnet sich auch schon oft mit dem Inhalt ab. Wie gesagt, wenn ich die Figuren verwende, dann bietet sich ein Stop-Motion an. Wenn ich schon Grafiken zur Verfügung habe, dann bietet sich zum Beispiel die Legetechnik an. Habe ich einen Experten oder eine Expertin im Umfeld, können Interviews geführt werden oder ist es vielleicht eher ein Thema für eine Reportage. Da geht es auch gleich weiter zum Datenschutz. Ganz wichtig ist auch den Kindern sagen, sie müssen Einverständniserklärungen einholen bei Interviews oder Reportagen. Und auch sie sensibilisieren, dass wenn sie in dem Film vorkommen, dass wenn es im Internet landet, dann ist es dort, dann bleibt es dort. Da kriegt man nicht mehr viel zurück. Das auf jeden Fall vorab besprechen und die Kinder auch für den Datenschutz und das Recht am eigenen Bild ein wenig sensibilisieren. Ja, wenn sie Interviews machen oder Reportagen, dann bietet es sich an, dass zusätzlich zum Beispiel zu einem Smartphone, mit dem aufgenommen wird, einfach noch ein externes Mikrofon, das ist am Headset oben, zu verwenden. Das wertet den Ton ungemein auf. Ich habe Ihnen ein Tonprogramm unten verlinkt, das heißt Audacity, wirklich einfach zu bedienen, auch wenn es am ersten Blick sehr kompliziert ausschaut. Da gehen wir jetzt auch schon weiter zur Postproduktion, in der bitte nicht verlieren. Das passiert mir regelmäßig, dass in der Postproduktion einfach noch da ein Schnitt, dort ein Schnitt, zum Beispiel mit OpenShot, wenn ich das Video bearbeite,
Oder wenn ich in der Stop-Motion-App bin, dass ich vielleicht die Bilder noch einzeln nachbearbeite oder noch mehr rausschneide oder mehr hintereinander abspiele. Meistens sind die Filme schon funktional und können verwendet werden. Also in der Postproduktion wirklich nur die gröbsten Sachen rausschneiden und vielleicht noch einen Abspann hinzufügen, bei dem die Namen drin sind, vielleicht auch nur die Vornamen, weil das wirklich noch so ein bisschen einen Filmcharakter gibt. Auch in die Postproduktion fällt Techniken zur Barrierefreiheit. Wir haben euch dazu die Links von der Aktion Mensch unten in die Infobox geschrieben, weil zur Barrierefreiheit gibt es so viel, das wird den Rahmen dieses Videos sprengen. Es ist aber wichtig, es den Kindern, den Schülerinnen und Schülern auch nahezulegen, dass möglichst viele ihr Video sehen können und dass da viele Kniffe gibt, die man einfügt, die eingefügt werden können. Das war's auch schon. Ganz wichtig zu merken für die Vorbereitung, der Inhalt steht an erster Stelle. Schreiben Sie sich kurz zusammen, was Sie in dem Video haben möchten von den Kindern, beziehungsweise suchen Sie die Materialien zusammen, die die Kinder gut zusammenfassen können. Schauen Sie vielleicht auch, dass Sie ein Storyboard mit den Kindern machen oder einfach nur eine ganz kurze Aufzeichnung. Storyboards haben wir Ihnen verlinkt. Also mein Storyboard schaut wirklich manchmal nur so aus. Sind einfach die unterschiedlichen Zeichnungen untereinander. Ist aber ganz wichtig, hilft, dass man im Hinterkopf behält, wie wichtig der Inhalt für ein Erklärvideo ist. Ich hoffe, ich habe gut rüberbringen können, was wichtig ist für ein Erklärvideo und Sie schalten das nächste Mal wieder zu, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin, alles Liebe!